Puls wird Ihnen präsentiert vom Thermalbad Zurzach. Herzlich willkommen bei Puls, heute aus dem Hauptbahnhof Zürich. 3'000 Züge fahren hier täglich ein und aus. Rund 430'000 Menschen sind es, die ja jeden Tag ankommen, abreisen, umsteigen. Es ist ein hektischer Ort, der genau darum zu unserem heutigen Thema passt. Stress. Immer mobil. Jederzeit erreichbar. Ständig Vollgas. Zeitdruck ist völlig normal. Die Arbeit fordert alles, für viele zu viel. Die aktuellsten Zahlen der Schweiz zeigen, jeder fünfte Erwerbstätige fühlt sich gestresst, ist erschöpft. Puls mischt sich am Hauptbahnhof Zürich unter die Menschen, misst den Stresslevel vor Ort. Fragt nach den Ursachen. Ich kann es nicht schneller machen, nur weil ich... Und zeigt, die Folgen von Dauerstress sind messbar. Aber etwas dagegen zu tun, sieht leichter aus, als es ist. Es weihnachtelt auch hier am Bahnhof. Das ist immer die Zeit, wo ein Haufen zusammenkommt. Man muss Festtage organisieren, Geschenke posten im Geschäft noch den Jahresendspurt. Es ist Stress pur und ich vermute, dass ich damit nicht die Einzige bin. Wie gestresst sich die Leute am Hauptbahnhof Zürich fühlen, das werden wir heute herausfinden, beziehungsweise Thomas Kiesling. Was haben Sie genau vor? Sie will mit einer Befragung herausfinden, ob die Leute gestresst sind. Und für das habe ich so Kugeln. Rote Kugeln und grüne Kugeln. Die gestressten Leute fallen die rote auf diese Seite und die nicht gestressten tun es nachher auf die grüne Säule. Und bis am Abend geht die schauen, wie hoch ist der Stresslevel der Passanten hier im HB Zürich. Ja, da haben Sie einiges zu heute. Genau. Also in dem Fall, auf die Bälle, fertig, los! Excuse, darf ich noch schnell etwas fragen? Fühlt ihr euch gestresst? Nein. Nicht? Nein. Darf ich noch ganz schnell fragen? Nein, ich bin wieder auf den Zug. Wieso? Was? Pressiert es denn? Also seid ihr gestresst? Ja, wir sind gestresst. Darum hat jetzt eben das hier. Fühlt ihr euch gestresst? Nein. Nicht? Nein. Habt ihr keine Zeit? Ja, wir kommen doch. Fühlen Sie sich gestresst? Vor allem jetzt, gerade wegen der Prüfungen. Ich fühle mich gestresst, ja. Ehrlich? Ja. Und was macht euch am meisten Stress? Der ganze Alltag. Ja, da bin ich auch mal gespannt, wie rund das läuft mit diesen Kugeln. Aber eigentlich müsste man den Stresszustand ja ganz genau messen können. Schliesslich passiert so einiges im Körper, wenn man gestresst ist. Stress hat der Mensch schon immer. Fühlt er sich bedroht, schlägt das Hirn Alarm und befiehlt dem Körper, Stresshormone ausschütten. Die Nebennierenrinde setzt einen ganzen Hormoncocktail frei. Vor allem Adrenalin und Cortisol. Sofort steigen Blutdruck und Puls. Mehr Blut für die Muskeln in Armen und Beinen. Alles mit einem Ziel. Volle Energie für Flucht oder Kampf. Ist die Bedrohung vorüber, ist Entspannung angesagt. Das Hirn weist den Körper an, Stresshormone zügeln. Der Körper kommt zur Ruhe. Der Steinzeitmensch steckt immer noch in uns. Nur was wir als Bedrohung empfinden, hat sich gewandelt. Arbeitsdruck, Zeitdruck, Ängste um die Zukunft. Bei vielen reiht sich Stressreiz an Stressreiz. Und das gepaart mit einem Gefühl der Überforderung. Der Körper ist ständig in Alarmbereitschaft, der Pegel von Stresshormonen konstant erhöht. Und das hat Folgen. Herzprobleme, Depressionen, sogar das Immunsystem wird geschwächt. Der chronische Stresszustand macht auf Dauer krank. Jetzt sind wir Menschen natürlich nicht alle gleich. Was der eine stresst, lässt jemand anders völlig kalt. Aber es gibt ein paar Auslöser. Sogenannte Stressoren hier am Bahnhof, beispielsweise der Lärm der einfahrenden Züge oder der Zeitdruck, den ja alle darunter stehen. Und das kann jeden an die Grenzen bringen. Wie schnell? Unsere Kollegen aus Deutschland haben es getestet. Während 48 Stunden. Das ist Carlotta Arnold, 28 Jahre, TV-Journalistin aus Berlin.
Während 2 Tagen wird sie von ihren Kollegen aktiv unter Stress gesetzt. Der Versuch startet mit Stressor Nummer 1, Monotonie. Carlotta soll 500 Blatt Papier falten und ans andere Ende des Tisches tragen. Während des gesamten Versuchs werden Carlottas Puls und Blutdruck aufgezeichnet. Geschafft. Nicht ganz. Sinnlos ist auch die nächste Aufgabe. Ja. 3 Meter Luftpolsterfolie ausdrücken. Es klingt paradox, aber immer das Gleiche tun zu müssen, verursacht Stress. Besonders, wenn die Aufgabe keinen Sinn macht. Das ist doch schön, hasserfüllt ins Bett zu gehen. Oder auch nicht. Man weiß es ja nicht. Nach 10 Stunden wird die sinnlose Monotonie noch gesteigert. Aus der Fernsehzeitschrift alle E's durchzustreichen. Alter, das ist ein Witz. Carlotta zeigt erstmals Nerven. Heute Nacht ist klar. Dann, nach 18 Stunden, darf Carlotta endlich ins Bett. Nach wenigen Stunden Schlaf wartet beim Frühstück bereits die nächste Stresssituation. Carlotta muss sich ihr Frühstück verdienen, indem sie ein Sudoku löst. Und das unter Dauerbeschallung mit 80 Dezibel. Stress pur für Körper und Geist. Der Lärm zeigt Wirkung. Nach 1,5 Stunden gibt die ehrgeizige Reporterin freiwillig auf. Ohne richtiges Frühstück die nächste Aufgabe. Kochen. Unter Zeitdruck. In nur 2 Stunden soll Carlotta für das Team Fleischvögel und selbstgemachte Spätzli nach Rezept zubereiten. Ansonsten fällt das Essen für sie erneut aus. Weil eigentlich reicht es auch, wenn ich für 3 decke, oder? Na, die Wahrscheinlichkeit, dass ich da noch was von abbekomme, sieht nicht gut aus. Na, ich kann es nicht schneller machen, nur weil ich mache. Nach 30 Stunden ist ihr Optimismus komplett verschwunden. Trotzdem schafft Carlotta die Aufgabe. Doch statt sie zu loben, wird das Team nun richtig fies. Du willst essen? Ja. Ich esse es nicht, unwitz. Redakteur Boris verschwindet wortlos. Carlotta sitzt zunächst allein am Tisch. Ist alles nach Rezept gemacht. Das Team isst trotzdem lieber Pizza. Das hat gesessen. Und auch in der Nacht lässt das Team Carlotta keine Ruhe. Um 3 Uhr morgens wird Carlotta geweckt. Für ein sinnloses Geschicklichkeitsspiel. Jede Kugel muss in ein Loch. Das ist echt ein richtiges Spiel. Geht gar nicht. Da war es nur noch einer. Das Experiment neigt sich dem Ende zu. Und auch Carlotta stößt psychisch und physisch an ihre Grenzen. Um 6 Uhr morgens darf Carlotta endlich ins Bett. Insgesamt hat die Reporterin während des Experiments weniger als 6 Stunden Schlaf bekommen. Der geballte Stress hat denn auch Spuren hinterlassen. Das zeigen die aufgezeichneten Werte von Carlottas Herz. Die Ergebnisse sind alarmierend. Richtig pathologische Stressreaktion. Sie haben einen dreifach erhöhten Blutdruck von 120 auf 160. Dann haben Sie die Herzfrequenz extrem erhöht. Also das ist für Sie ein sicherlich schädlicher Stress, den man lange nicht aushält. Also wenn das immer wieder kommt, sind Sie jemand, der schläft nicht mehr. Nicht nur der Blutdruck, auch Carlottas Pulsniveau hat sich in nur 48 Stunden konstant um 20 Schläge erhöht. Eine deutliche Reaktion. Musik.
Also lieber Sie als ich. Ich habe ja nur schon beim Zuschauen gelitten und bin jetzt auf dem Weg zu meinem Gesprächspartner, der genau weiss, zu was Stress kann führen kann. Roland Vochänel, Sie sind Chefarzt von der psychosomatischen Medizin in der Klinik Barmel-Weiz. Sie behandeln Menschen, die krank sind wegen chronischem Stress. Wo hat jetzt das angeführt mit dieser Kalotta, wenn das nicht aufgehört hat? Das ist natürlich ein hypothetisches Beispiel gewesen, aber wir sehen Patienten, die leider noch viel länger unter Stress sind. Das hat sicher dazu geführt, dass der Blutdruck weiter angestiegen wäre. Wenn es noch länger geht, kann das auch zu Herzbeschwerden führen, bis hin zu Hirnschlag. Man kann auch damit rechnen, dass es schwere Schlafstörungen gibt. Und auch häufig sind unklare körperliche Beschwerden, wie chronische Schmerzen, Erschöpfung, Verdauungsprobleme, Herzrhythmusstörungen. Und die Auslöser, jetzt haben wir ja ein paar gesehen, oder Zeitdruck, Lärm, Schlafentzug. Was sind aus Ihrer Erfahrung also die stärksten? Also die stärksten sind schon die, die am längsten anhalten. Das ist mal wichtig, also je länger der Stress so einwirkt, umso heftiger ist es halt. Dann sind es die Stressoren, die übermässig belasten, also die man schlecht kontrollieren kann, wo man nicht Einfluss nehmen darauf. Im Weiteren sind so Belastungen, die unvorhergesehen sind, wo man sich nicht darauf einstellen kann, die neu sind, also wo man nicht uns daran gewöhnen können. Und was wir auch gesehen haben im Film, war sehr eindrücklich, sind die zwischenmenschlichen Stressoren. Also wenn man Konflikte hat mit seinem Umfeld oder vom Umfeld nicht anerkannt wird, nicht wertgeschätzt wird, man hat das gut gesehen bei dieser Szene beim Mittagstisch, da ist das sehr belastend. Und wie lange kann das gehen? Wie viel braucht es, bis man wirklich krank wird davon? Das geht, es ist noch schwierig zu sagen, es ist schon individuell, aber so bei 3 bis 6 Monaten kann länger, wenn der Stressor genug intensiv ist. Und dann haben wir bereits die Stressfolgekrankheiten, die wir vorhin genannt haben. Aber man kann auch sagen, so krank machen sind auch die Stressoren, die wirklich dauernd anhalten, über eine längere Zeit. Das ist genau so, oder? Wenn das Stresssystem nicht zur Ruhe kommen kann, dann ist das nicht gut. Und das fährt halt schon nach 48 Stunden an, wie wir das so gesehen haben. Das ist nicht so schlimm, wenn wir gestresst sind, aber wir müssen wieder Pause haben, wo das ganze System wieder zur Ruhe kommt. Und wenn wir ja herausfinden, ob man chronisch gestresst ist, gibt es jetzt eine Methode, die über das Messen von Puls und Blutdruck ausgeht, die sogenannte Herzratenvariabilität. Elektroden wie bei einem ganz normalen EKG. Mehr braucht es nicht für diese Art von Stressmessung. Denn am Herzschlag lässt sich Stress erkennen. Am Einfluss des vegetativen Nervensystems. Das besitzt 2 sich entgegenwirkende Anteile. Der Sympathikus beschleunigt den Herzschlag. Der Parasympathikus verlangsamt ihn. Nur auf den ersten Blick wirkt das exakt rhythmisch. Schaut man näher hin, erkennt man den ständigen Einfluss von Sympathikus und Parasympathikus. Mal länger, mal kürzer. Kein Intervall zwischen 2 Herzschlägen gleich dem nächsten. Ordnet man die Herzschlagintervalle ihrer Länge nach an, so entsteht eine typische Verteilung. Beim Gesunden in Form einer glockenförmigen Kurve. Bei chronischem Stress jedoch weichen die Intervalle viel weniger voneinander ab. Die Balance des vegetativen Nervensystems ist gestört. Diese verminderte Herzratenvariabilität macht Stress also unmittelbar sichtbar. Analysiert man diese Herzdaten über 24 Stunden, entstehen solche Bilder. Zu sehen bei einem Gesunden, ein aktiver Sympathikus verteilt über den ganzen Tag und ein aktiver Parasympathikus für die Erholung in der Nacht. Bei einem gestressten Menschen hingegen, der leistungsfördernde Sympathikus ist niedrig und der erholsame Parasympathikus nur ganz schwach. Die Herzratenvariabilität. Die aktuell gebräuchlichste Methode zur Stressmessung. Und für wer lohnt sich jetzt so eine Messung? Das kann sein, zum Beispiel für Personen, die herausfinden wollen, ob sie körperlich schon reagieren auf einen Stress, vielleicht psychisch noch nicht so beeinträchtigt sind. Vielleicht auch Patienten, die bereits eine Stressfolgekrankung hatten. Man könnte schauen, im weiteren Verlauf, ob sie wieder gefährdet sind, wieder ein Rezidiv zu haben, also ein Rückfall für ihre Krankheit. Kann man sich auch mal vorstellen, zu schauen, ob während der Therapie, Entspannungstherapie, man positiv reagiert auf die Therapie und hat ja auch die Rückmeldung, dass man wirklich auch körperlich weniger gestresst ist. Danke für den Moment, Herr Vonkämmel. Wir sehen uns nachher noch mal. Jemand, der erst vor kurzem so eine Messung hat gemacht, ist jetzt bei mir, Andreas Arpagau, seit 24 Jahren Wirtschaftsprüfer. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, so eine Messung zu machen? Ich war bei einem Kunden, an einem Meeting, und bin dort bewusstlos umgefallen.
ganz plötzlich und bin dann ins Spital eingeliefert worden, auf Wetzikon. Bin dort dann 4 Tage lang untersucht worden. Man hat mich dann entlassen, man hat nichts gefunden. Bin zum meinem Hausarzt, dann habe ich ihm gesagt, ich kann ja nicht sein. Ich fühle mich nicht gut, ich habe Kopfweh, ich kann nicht schlafen. Da muss etwas sein. Dann hat er noch mal eine Untersuchung gemacht, auch nichts gefunden und hat mir dann die HIV-Messung empfohlen. Was sie dann gemacht haben. Und was dabei rausgekommen ist, wir haben sie ja dürfen bei dieser Messung begleiten. Als Andreas Apagaus frühmorgens um 6 Uhr ins Büro kommt, hat die Messung längst begonnen. Sein Alltag? Revisionen, Firmenbeurteilungen. Die Elektroden zur Stressmessung stören ihn dabei kaum. Wir sind in einer Branche tätig, wo man eigentlich immer sehr viel zu tun hat. Bücher müssen immer geprüft werden, es werden immer Firmen gekauft, verkauft, egal wie die wirtschaftliche Lage ist. Und so sind wir eigentlich auch immer bis da oben und höher sind wir eigentlich voll mit Arbeit. Man darf keinen Fehler machen. Und es gibt viel zum Lesen, viel zum Anschauen, viel zum Analysieren. Und die Vielzahl, die lässt amix schon irgendwie, dass man das Gefühl bekommt, die Welt bricht jetzt dann zusammen. Wenn jetzt die Gewinne nicht so gewesen sind, wie wir sie dargestellt haben, dann haben wir einen Fehler gemacht. Das wird ja auch immer riskanter für unsere Branche. Also, da wird man relativ schnell dann verklagt. Und dann kostet es Geld. Ja. Andreas? Ja? Das Essen werde ich da. Suppi, komm. Über Mittag gibt's schnell Takeaway, gegessen im Sitzungszimmer. Gelegenheit zum Abschalten? Das ist Abschalten. Anschließend geht's gleich weiter mit Sitzungen. Alles Schlag auf Schlag. Es muss halt sein. Sie sind da im Flow drin. Ein Mandat nach dem anderen, das merken sie gar nicht. Und der Wille, dass man das schafft, tut das völlig überspielen, bis dann das System zusammenbricht. Ich kann kaum mehr lesen. Ja, am liebsten würde ich dann mitten beim Arbeiten die Augen zumachen. Ich schlafe auch überall ein. Wenn ich zum Beispiel das Peinlichste ist, wenn ich mit dem Kunden mit dem Auto irgendwo anfahre. Das ist einfach extrem. Ich schaffe das nicht, zum wach zu bleiben. Ich schwitze auch an ungewöhnlichen Orten oder zu ungewöhnlichen Zeiten. Und auch wenn es gar nicht warm ist. Und da merkt man, dass man wirklich unter Strom ist. Das Gerät, das er am Gürtel trägt, misst nach wie vor, wie sehr er wirklich unter Strom steht. Abends um 8 verlässt er dann sein Büro. Für ein Geschäftsessen natürlich. 2 Tage später sind die Messdaten ausgewertet. Dann schauen wir doch einmal an, was wir da herausgefunden haben. Also, wenn ich jetzt das zusammenfassend pauschal beurteile, dann sehe ich eine deutlich reduzierte Vitalität. Vitalität sehe ich auf den Streifen 0,1. Da sehen wir eigentlich nur zwischen 06 und 12 Uhr morgens etwas. Sie haben zwar ein paar Tiefschlafphasen, das sind die Tiefschlafphasen, die blauen Phasen bis runter. Aber was mir fehlt, ist parasympathische Aktivität, also die Regenerationsfähigkeit. Da haben wir eigentlich nur ein bisschen um die 3 und nochmal ein bisschen mehr zwischen 5 und 6. Also der Schlaf ist nicht wirklich regenerativ. Verminderte Vitalität, schlechte Schlafqualität, das würde ich jetzt interpretieren. Also das könnte jetzt wirklich auf einen Burnout zugehen. Die Messung der Herzratenvariabilität scheint eine eindeutige Sprache zu sprechen. Jetzt habe ich den Status und jetzt muss ich einfach etwas machen, dass das wieder besser wird. Sei es Sport, sei es irgendwie Meditation oder Musik hören. Runterkommen, entspannen, lernen wieder zu schlafen. Der Mediziner wird konkret. Das Wichtigste wäre das Pausenmanagement. Nicht immer von morgen, wenn man aufsteht, bis in die Nacht rein, quasi den Kopf in der Arbeit haben, sondern ganz klare Pausen schaffen und in diesen Pausen ganz klar sich auf etwas anderes fokussieren. Das ist das Allerwichtigste. Diagnose Stress, ganz einfach. Aber wie es weitergehen soll, das muss Andreas Apagaus nun selbst in die Hand nehmen. Das ist jetzt knapp 2 Monate her. Was haben Sie schon unternommen? Ich habe schon einiges unternommen. Ich musste lernen, Pausen zu machen. Mein ganzes Pausenmanagement, sodass ich auch wirklich einen Erholungsfaktor habe, dass ich abschalten kann. Ich plane meine Wochenende. Ich mache Ausflüge. Ich mache jetzt auch viel mehr Sport.
bewusster Sport. Nicht einfach um 6 Uhr morgens oder abends um 8 Uhr, sondern untertags. Und man muss es dann auch bewusst eigentlich machen, so dass ich das lerne, wie ich jetzt durch mich selber neu lebt, oder? Auch neues mit Pausen, oder? Genau. Und haben Sie das Gefühl, die Messung hat Ihnen etwas gebracht, dass Sie jetzt da schwarz auf weiß quasi einen Beleg haben? Ja, ja, die hat mir extrem viel gebracht, weil, wie schon gesagt, bin ich untersucht worden, immer gesund gewesen. Und jetzt weiss ich eigentlich, wo ich ansetzen muss. Das habe ich vorher nicht gewusst. Da habe ich nur gewusst, ich bin gesund, obwohl ich wusste, ich bin nicht gesund. Und ja, jetzt würde ich sagen, ist das eine sehr gute Erkenntnis, die mir mehr als einen Schritt weitergebracht hat. Dann wünsche ich Ihnen weiterhin viel Erfolg beim Entschleunigen und bedanke mich für das Gespräch. Und wir gehen jetzt zurück zum Thomas Kissling, weil der ist ja den ganzen Tag unterwegs am Ausloten, wie gestresst die Leute hier am HB Zürich sind. Wenn ihr jetzt gestresst seid, müsst ihr eine rote Kugel reinfallen. Wenn ihr nicht gestresst seid, eine grüne. Was macht ihr jetzt? Ich tue eine grüne rein. Sehr gut. Excuse, darf ich schnell etwas fragen? Ich muss unbedingt arbeiten. Müsst ihr arbeiten? Seid ihr im Stress? Im Stress. Im Stress? Also, eine rote Kugel gern, schnell. Merci vielmals. Darf ich euch schnell etwas fragen? Nee, keine Zeit, ich muss mal zu kommen. Keine Zeit. Schnell etwas fragen. Sorry. Habt ihr keine Zeit? Nein, keine Zeit. Das ist, glaube ich, das Wort, das ich am meisten gehört habe heute ganz Morgen. Darf ich euch schnell etwas fragen? Ja. Fühlt ihr euch nicht gestresst in dem Fall? Natürlich nicht. Warum? Nur heute nicht oder immer? Allgemein nicht. Allgemein nicht. Nicht. Aber muss man an sich arbeiten. Und was ist euer Rezept gegen Stress? Entspannen. Positiv denken. Und irgendwie schaffen es dann schon. Herr Britschki, darf ich Ihnen etwas fragen? Seid ihr im Stress? Aha, er ist im Stress. Er hat ja gesagt. Das gibt eine rote Kugel. Ja, Herr Kissling, das ist alles grün. Sind die Leute überhaupt nicht gestresst hier? Ja, es ist wirklich der Zwischenstand von heute Vormittag jetzt. Wobei, nach der 7. hat es schon etwas anders ausgesehen. Da ist Rot ganz klar im Vorteil. Also es hat mehr gestresste Leute gehabt. Und nach der 9. plötzlich hat Grün aufgeholt. Ich denke, es hängt einfach damit zusammen, dass nach der 9. viel mehr Leute unterwegs sind, die nicht mehr im Arbeitsprozess sind, also die nicht mehr durch die Arbeit gestresst sind. Jetzt wollen wir natürlich weitermessen, auch am Nachmittag schauen, wie es aussieht. Das heisst, wir müssen ein bisschen Platz schaffen. Genau. Selbstverständlich behalten wir die Kugel, dass wir am Schluss eine Tagesbilanz ziehen können. Jetzt lernen wir jemanden kennen. Dem ist es ganz ähnlich gegangen wie Herrn Arpagaus. Er hat viel zu viel Arbeit gehabt, nicht mehr runterfahren, nicht mehr schlafen, Kopfweh. Und auch er hat dann einiges umgestellt im Leben, um den Stress besser in den Griff überzukommen. Alleine einem Hobby nachgehen. Zeit nur für sich. Eine neue Erfahrung für Urs Lütolf. Denn lange Zeit steckte der 53-jährige Informatiker alle Energie in die Arbeit und überschritt dabei die Grenze seiner Belastbarkeit. Mein grosses Engagement bei der Gründung der Firma, nachher beim Aufbau der eigenen Firma. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat es aber auch einen familiären Hintergrund, weil die Frau krank geworden ist. Das ist für mich eigentlich erst im Laufe der Zeit, also gegen Ende, von dieser Phase ist das sichtbar geworden, eben mit ständigem Kopfweh, aber auch mit Anfangen von Vergesslichkeit und Unkonzentriertheit. Anfang 2014 schickten ihn seine Arbeitskollegen dann zum Arzt. Dieter Kissling betreut seit 15 Jahren Erwerbstätige, die unter Dauerstress krank werden. Das erste Mal, als ich gesehen habe, ist eigentlich ein platter Mann gekommen. Platt, keine Energie, er ist reingeschlichen, auch keine Bewegung in der Mimik. Stimme sehr monoton, also wirklich einfach, man hat gesehen, er ist kaputt. Oder? Diesen Eindruck bestätigte auch eine erste Messung der Herzratenvariabilität im Jahr 2014. Die Werte waren katastrophal. Schlechte Leistung über den ganzen Tag hinweg und der Parasympathikus für die Erholung in der Nacht schlicht nicht mehr vorhanden. Klassische Werte für ein Burnout. Ich hatte erst mal etwas schwarz auf weiß gehabt, in einer Grafikform, die ich auch interpretieren konnte. Und ich habe natürlich dann auch gesehen, wie schlecht das mir eigentlich geht.
Es folgten 3 Monate in der psychiatrischen Klinik Hasliberg. Zeit für Psychotherapie und Lernen, wie man sich aktiv entspannt. Und noch heute geht Urs Lütolf regelmäßig in die Körpertherapie. Ziel, das eigene Körpergefühl stärken, um Grenzen wieder zu spüren. Es gibt mir natürlich die Möglichkeit, eben selber zu merken, wenn es zu viel wird für mich. Für mich selber. Und dass ich nachher eine Massnahme ergreifen kann, die eigentlich relativ kurz geht. Aber nachher bin ich wieder leistungsbereit und kann weitermachen. Weitermachen ja, aber anders als früher. Urs Lütolf hat bei der Arbeit vieles abgegeben, hat gelernt, seine Grenzen zu akzeptieren. Ich sage eher nein. Ich tue ihn auch viel mehr abgrenzen wie früher. Und wenn mir wirklich alles zu viel wird, dann nehme ich meine Atemübungen und bringe mich so wieder auf ein normales Niveau ab. Urs Lütolf hat das Glück, bei seinen Arbeitskollegen auf Verständnis zu stoßen. Um 5 Uhr gehe ich heim. Das ist manchmal nicht immer aus Geschäftssinn gut, aber wir wissen es ja, und wenn es zur Erholung dient, ist das super. Am Anfang hatte ich ein Problem, weil ich einfach wieder ein Skrupel hatte. Darf ich das überhaupt? Passt das? Aber schlussendlich habe ich mich dann selber überredet, dass ich gesagt habe, jawohl, es ist ja für mich, schlussendlich auch für die Firma gut, wenn ich mich wieder entspannen kann, wenn ich wieder langsam in den Arbeitsprozess integriert werden kann. Und die Bemühungen tragen Früchte. Das zeigt eine erneute Messung der Herzdaten. Jetzt werden wir das neueste Bild anschauen. Genau ein Jahr eigentlich nach der letzten Messung, jetzt eine Nachmessung. Und jetzt bin ich also wirklich sehr zufrieden. Wir sehen, der Erholungsnerv, der kommt zurück. Sie können sich die Nacht langsam wieder leicht erholen. Er ist noch weit weg von gut und weit weg von dem, was wir gesehen haben, wenn eine starke, wenn eine gesunde Person reagiert. Aber es kommt wieder und die sind wieder so wie frisch geborene Nerven, wo sie ihnen die Chance gibt, zum Erholen. Trotzdem, wenn man noch mal vergleicht, so groß sind die Veränderungen nun auch wieder nicht. Das ist absolut normal. Ja. Man muss sich überlegen, ich meine, der Mann hat 20 Jahre, oder 25 Jahre hat er an seinem Nervenkostüm gezerrt und das hat gelitten und das ist kaputt gegangen. Und jetzt wollen wir in einem Tag, dass es besser wird. Das ist typisch Gesundheit. Wir brauchen nach langen Jahren eigentlich Schädigung, brauchen wir halt auch wieder Zeit, um gesund zu werden. Aber er macht alles dafür, dass es gut kommt. Heute fühle ich mich wesentlich besser. Sicher nicht so, dass ich jetzt 100%ig leistungsfähig wäre. Das bei weitem nicht. Aber ich fühle mich so weit besser, dass ich wieder die Arbeit aufnehmen konnte. Dass ich wieder normal eigentlich auch mit meinem Umfeld umgehe. Viel weniger gereizt bin. Viel konzentrierter. Und auch viel zufriedener. Urs Lütolf hat schon viel erreicht. Das Ziel ist auch weiterhin klar. Zur richtigen Zeit anspannen und vor allem entspannen. Konsequent runterfahren, das ist gar nicht so einfach in unserer hektischen Gesellschaft. Auch ich suche mir jetzt einen Platz, wo ich ein bisschen Ruhe finde von dem Gewühl hier im HB Zürich. Das ist der Warteraum, wo ich auch den Roland von Kennel wieder sehe. Das Beispiel von Herrn Lütolf hat mir jetzt schon ein bisschen zu denken gegeben. Ich wage zu behaupten, dass es längst nicht für alle Gestressten möglich ist, am 5 Uhr Bücher zusammenzuklappen und heimzugehen. Das ist so. Der Herr Lütolf hat jetzt für sich eine gute Möglichkeit gefunden, die für ihn noch praktikabel ist. Es geht halt wirklich darum, individuell herauszufinden, wo kann man im Alltag eine Pause einlegen kann, wo kann man entstressen. Was ist denn der Kern des Entstressen? Was braucht es, dass man in die Ruhe hineinkommt wieder? Ich glaube, wir haben es vorhin gut gesehen im Beitrag zur Herzratenvariabilität. Es geht darum, ein Gleichgewicht herzustellen wieder zwischen dem Sympathikus und dem Parasympathikus, also das vegetative Nervensystem zu beruhigen, runterzufahren. Mhm. Und jetzt umgesetzte Aktivitäten, jetzt zum Beispiel war es Bogenschiessen, das ist jetzt ja nicht jedermanns, jeder Frau Sache. Das ist ja so. Mhm. Es gibt selbstverständlich verschiedene Formen von Entspannung. Wichtig ist auch dort wieder, dass man eine Form findet, die einem individuell zusagt. Das kann Bogenschiessen sein, es kann aber auch autogenes Training sein, es könnte Yoga sein, Atemübungen. Wichtig ist einfach, dass man dranbleibt, dass man übt und über längere Zeit Entspannungsübungen durchführt im Alltag. Und sich einfach die Eier aufs Sofa legen und Fernsehen schauen.
das wäre denkbar. Ich weiß jetzt aber nicht, ob beim Herrn Lüttorf das noch genutzt hat. Mhm. Vielleicht am Anfang, wenn er das praktiziert hat, vielleicht ja. Aber wahrscheinlich braucht es dann schon ein bisschen mehr. Wir wissen vielleicht auch, dass die aktiven Entspannungsformen halt wirklich wirksamer sind als einfach das passive Entspannen. Wieso? Weil einem das mehr hilft, dann auch gedanklich wirklich abzuschalten? Oder was ist der Punkt? Ganz genau. Es ist sicher so, dass man den Scheinwerfer von Aufmerksamkeit, wie man kann sagen, eigentlich von seinen Problemen und von den Stressoren kann weglenken und auch ganz konzentriert ist auf die Aktivität, die man im Moment gerade ausübt. Dann kann nicht mehr anders Platz. Das typische Beispiel wäre aber das Bogenschießen, wo es genau um das geht. Da muss man fokussiert. Ganz genau. Alles andere ist weg. Genau. Besten Dank, Herr Fuchhänel, für das Gespräch. Wir haben es gesehen, viele Wege führen in die Entspannung. Für die einen ist es mehr die Aktivität, der Sport. Andere gehen lieber in die Ruhe, meditieren zum Beispiel. Warum das funktioniert und was dabei im Körper passiert, diesen Fragen sind die deutschen Forscher nachgegangen. Auf der einen Seite joggen, keuchen, schwitzen. Auf der anderen Seite fernöstliche Entspannungstechniken. Ganz ohne Schweiß, rein in die Meditation, raus aus dem Stress. Auf den ersten Blick könnten die beiden Methoden gegen die Belastungen des Alltags gegensätzlicher nicht sein. Und trotzdem soll beides gegen Stress helfen. Doch wie funktioniert das genau? Dieser Frage ist auch der Mediziner Tobias Esch auf der Spur. Seit 20 Jahren forscht er zum Thema Stress und Entspannung und will herausfinden, was dabei in unserem Körper passiert. Wir wissen ganz gut durch Schilderungen psychologisch, was da passiert und dass das eben ein Stresspuffer ist. Wir beginnen allerdings erst jetzt in den letzten Jahren die molekularen Prozesse, also wirklich die Hardware und die harten Daten zu gewinnen, was objektiv passiert im Geist und im Körper, wenn Menschen entspannen. Forschungsobjekte sind auch seine Studierenden im Fach Integrative Gesundheitsförderung. Sie belegen bei ihm Kurse zum Stressmanagement. Ja, ich möchte Sie bitten, die Augen zu schließen. Heute üben Sie die Benson-Meditation. Wende dich dem Atem als Ganzes zu und versuche zu spüren, wie am Ende des Ausatmens eine kleine Pause entsteht. Und genau in diese Pause am Ende des Ausatmens, kurz bevor ein neuer Atemzyklus beginnt, setzt du deinen Fokus. Diese Entspannungstechnik ist Meditation in einfacher, reduzierter Form, ganz ohne religiöses oder esoterisches Beiwerk. Probanden bestätigen, dass sie wirkt. Tobias Esch reicht das aber nicht. Er will messen, was da im Körper geschieht. In ausführlichen Untersuchungen hat er deshalb Versuchspersonen Blut und Speichel entnommen und auf unterschiedliche Hormone und Botenstoffe untersucht. Wie viel Adrenalin und andere Hormone finden sich im Blut? Verändern sich deren Pegel in verschiedenen Phasen der Meditation? Das würde beweisen, dass die Entspannung nicht nur in den Gedanken, sondern auch im Körper ankommt. Erstaunlicherweise schüttet der Körper zu Beginn der Meditation aktivierende Botenstoffe aus. Unter anderem Dopamin und das Stresshormon Noradrenalin. Es klingt paradox. Herz und Atmung gehen erst einmal schneller, statt sich zu entspannen. Wenn es dem Meditierenden dann gelingt, sich anstrengungslos im Hier und Jetzt zu versenken, fokussiert, ruhig und wach zu sein, ändern sich die Hormonpegel wieder. Jetzt findet sich auch körpereigenes Morphium im Blut. In der Folge entsteht Stickstoffmonoxid, das die Stresshormone außer Gefecht setzt. Herzfrequenz, Atemfrequenz und Blutdruck sinken. Diese Botenstoffe fahren sozusagen unser Erregungsniveau runter, fahren auch das Nervensystem hinunter. Und dieses Stickstoffmonoxid macht die Gefäße weit, senkt den Blutdruck. Und so schließt sich praktisch eine ganze Kaskade von, wenn man so will, Entspannungshormonen an. Aber wie sieht es mit Sport aus? Kollegen von Tobias Esch haben die Biochemie des Laufens unter die Lupe genommen. Hier ist es nicht verwunderlich, dass zu Beginn stimulierende Botenstoffe wie Dopamin ausgeschüttet werden, um den Körper zu aktivieren. Ein angemessenes Tempo vorausgesetzt, synchronisieren sich Schrittfolge und Atmung jedoch nach einigen Minuten. Kommen wir in diesen Flow, schüttet der Körper vermutlich ebenfalls Morphium aus. Eines seiner Abbauprodukte, das Antistressmolekül Stickstoffmonoxid, wurde im Blut von Sportlern bereits nachgewiesen.
Und es gibt noch eine weitere verblüffende Parallele zwischen Meditation und Sport, und zwar im Gehirn. Regelmäßiger Ausdauersport lässt Nervenzellen im Hippocampus sprießen, eine Region, die eine wichtige Funktion im Lern- und Belohnungssystem des Gehirns hat. Für die Meditation konnte in Studien der genau gleiche Effekt gefunden werden. Diese Übereinstimmung hält Professor Esch nicht für Zufall. Wir glauben, dass biologisch diese Fähigkeit, zu entspannen oder zu laufen und darüber mein Stresslevel zu senken und das Hirn formbar, plastisch und lernbar zu machen, dass das ein universelles Prinzip ist. Und der Mittler, die Schaltstelle, ist eben das Belohnungssystem im Gehirn, was uns sagt, das, was du jetzt tust, reduziert deinen Stress, das ist gut für dich. Und deswegen merk dir das, wie du da hingekommen bist, damit du es beim nächsten Mal wiederholen kannst. Was den Abbau von Stress angeht, funktionieren Sport und Meditation also gleich gut. Wir können beruhigt den Weg wählen, der uns persönlich besser gefällt. Oder sogar beides miteinander kombinieren. Ich bin unterdessen wieder in unserem Stressbarometer hier in der Haupthalle vom HB Zürich. Thomas Kiesling, und wie ist der Endstand? Also wir Grün müssen zweimal hier in die Kiste leeren, Rot nur einmal. Insgesamt ist so nach meiner Schätzung, etwa zwei Drittel der Leute haben sich nicht gestresst gefühlt und doch etwa ein Drittel, aber der sich gestresst gefühlt hat. Was ist Ihr Fazit jetzt? Wahrscheinlich wären es noch etwas mehr Leute hier am HB Zürich, die sich gestresst gefühlt haben. Ich habe immer wieder gehört, als ich sie befragen wollte, ich habe gar keine Zeit, ich muss gerade pressieren und so. Also, und zwar, das war nicht nur bei den Leuten, die auf den Zug kommen mussten, dass sie noch den verwünschen, sondern auch ganz viele Leute, die vom Zug gekommen sind. Da war der Zeitdruck ganz fest spürbar gewesen, den ganzen Tag. Also Stress ist sicher ein Thema, nicht nur hier am HB Zürich, sondern generell in unserer Gesellschaft. Und da dagegen etwas zu machen, ist gar nicht so einfach. Da gibt es kein Patentrezept. Nein, das ist wirklich sehr unterschiedlich. Haben wir auch von den Passanten gehört. Der eine braucht ein bisschen Sport, der andere will Musik oder einfach nur nichts machen. Und das ist wirklich sehr individuell und muss jeder für sich selber spüren und herausfinden. Ich glaube, für uns ist jetzt auch Zeit langsam nach dem ganzen Stress für ein bisschen Erholung. Wir sind am Schluss der Sendung angekommen. Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihr Interesse. 10 vor 10 ist schon parat. Im Anschluss sehen Sie das Wirtschaftsmagazin Eco. Und wir sind dann in einer Woche wieder, wie gewohnt, zurück im Studio und nehmen die rezeptfreien Schmerzmittel unter die Lupe. Bis dann wünschen wir Ihnen ganz gute Zeit. Auf Wiedersehen miteinander. Und einen stressfreien Abend. Wurde Ihnen präsentiert vom Thermalbad Zurzach.